Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred, aus meinem schönen Elver-Account. Und heute das Thema dieser Episode, der maximal verfügbare Loot in Clash of Clans. Rathaus 12, alle Lager voll, alle Minen voll, alle Sammler voll, beide Bohrer, ne, sind da drei. Drei Bohrer, oder? Drei, ich glaube schon. Hier stimmt, hier sind es ja drei, ne? Moment, wo seid ihr? Kleine Bohrer, wo seid ihr? Wo habt ihr euch versteckt? Eins, zwei, drei. Drei, genau, drei Bohrer. Schatzkammer voll, Kapazität im Rathaus voll, sehen wir jetzt ja bei mir, ist nicht voll die Lagerkapazität. Alter, 20.000 kann man hier lagern im Dunkeln, das ist natürlich ganz schön viel. Und der liebe Gladiator96 hat mir das mal gezeigt. Das ist der maximale Loot. Alles ist rappelvoll, er ist maxed und free Loot, free, ihr seht es schon, mit den Pfeilen, dass man das auch gar nicht in irgendeiner Form verpassen kann, dass das hier der maximale Loot ist, auf jeden Fall. Ich muss einfach gucken, ob der Sound an ist. Yes, er ist an. Ein Glück. So, also, wir fangen mal an. Aber wir gucken mal ganz kurz eben. 1.454.500.000. Dann nochmal 1.454.500, also von beinem, also Gold und Elixier. 9.710 Dunkles. Ja, wobei der... Doch, es ist nicht ganz der maximale Bonus, Loot. Der ganz maximale Loot wäre es für den Gegner gewesen, wenn er noch in Titan, nicht in Titan 1, doch klar, in Titan 1 gewesen wäre, weil in Legend, da ist ja das Maximum irgendwann erreicht. Also in Legend kannst du nicht so viel farmen wie hier, da kannst du ja auch keinen Loot verlieren, wenn dich jemand angreift. Also den maximalen Loot hätte der Gegner bekommen, wenn er in Titan 1 gewesen wäre. Allerdings muss man sagen, jetzt mal unabhängig von der Liga, das ist schon der maximale Loot. Also, wenn du jemanden angreifst, jetzt unabhängig von der Liga und von dem Bonus, das ist der maximale Bonus, den du erwirtschaften kannst, wenn du jemanden angreifst. Und was hat der Kollege gemacht? Hat sich erstmal um die Artadev gekümmert. Er hat was vorbereitet für, im Endeffekt, was ist denn das für eine Taktik? Es ist eigentlich nicht schlau, was er, das ist überhaupt nicht schlau, was er da gemacht hat. Das ist überhaupt nicht schlau. Er setzt die Queen dahin. Er sieht, dass da Multi-Infernos sind, setzt direkt die Heilerin hinterher. Die Heilerin sind direkt tot. Guckt euch das mal an. Da lebt doch kaum noch was. Das war nicht schlau. Das war wirklich nicht schlau vom Gegner. Aber allerdings kann ich ihn so ein bisschen verstehen, denn wenn du so jemanden angreifst und du bist selber nicht maxed. Wir sehen das, er hat die Bogies nicht maxed, er hat die Riesen nicht maxed, er hat die Mauerbrecher nicht maxed, er hat seine Helden nicht... Aber guck mal, sein König ist Level 24. Man muss sagen... Es hat hier auf jeden Fall wahrscheinlich den richtigen getroffen, der angreift. Und dann wird Faiha von Barracks 999 auf jeden Fall zufrieden gewesen sein, dass er den ganzen Loot hier mitgenommen hat. Und ja, ich freue mich irgendwie so ein bisschen für ihn. Ich meine, Gladi braucht es nicht mehr, braucht den Loot nicht mehr. Er hat ihn jetzt herausgestellt. Wenn ich weiterhin so motiviert angreife mit meinem 12er-Account, wird mein König wahrscheinlich im Jahr 2099 max sein. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt auch schon wieder CW mit, bedeutet, ich kann meinen König da schon wieder nicht maxen. Aber wir werden mal sehen. Ich bin jetzt mit beiden Accounts in diesem CW dabei. Wir spielen gegen Olympiakos G7, bedeutet ein griechischer Clan. Ich bin mit dem Frederikson-Account tatsächlich auf Rang 14. Das ist nicht schlecht. Was ist denn mein Gegner? Oh, bitte ein guter. Krieg ich? Und krieg ich. Alles klar, das ist schon mal gut. Haben wir auf jeden Fall schon mal 6 Sterne gesichert. Die liebe Sonnenstrahl Julia kann da Nummer 13 angreifen. Vielleicht kann sie auch Nummer 14 machen. Da müssen wir uns mal absprechen. Wir werden das mal sehen. Der Krieg fängt sowieso erst heute Abend an. Und jetzt, meine Freunde, müssen wir noch einiges hier farmen. Da habe ich 466 von 800. Es ist das Dümmste, was hätte passieren können, dass man jetzt für einen Gem die Clanburg-Truppen und so weiter spenden kann. Weil das doch sowieso alle mit Goldpass können. Und das ist irgendwie ein bisschen, finde ich jetzt ein bisschen blöd, weil, ja, keine Ahnung, jetzt, ich hatte wirklich gehofft, dass jetzt hier kommt, hier Gem-Schub oder so, Kasernenboosten für einen Gem, das hatte ich gehofft. Und jetzt kommt hier die Ein-Gem-Spende, damit kann ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen, weil ich das sowieso kann. Das hat für mich jetzt keinen Mehrwert, wahrscheinlich für die meisten, ja, für alle mit Goldpass auch. Ja gut, klar, für alle mit Silberpass nicht. Ich persönlich hätte es trotzdem besser gefunden. Man hätte einfach die Kasernen boosten können für einen Gem. Hätte ich besser gefunden, aber okay. Wir, meine Freunde, wollen jetzt mal angreifen. Suchen wir einen Gegner raus. Den würde ich fast schon... Ja, den nehmen wir mit. Und zwar, Leute, habt ihr das gesehen? Was hier fehlt? Es fehlt die Adlerdev. Sieht fast so aus, als wäre das... Ja, es ist ein frischer... Nein, das ist sie doch. Ich wollte schon gerade sagen, es ist ein frischer...
Elver. Allerdings hat mein Freund hier, der STHD-Cache, ja, noch die ganzen Sachen noch nicht richtig aufgebaut. Wir sehen jetzt hier oben auch die Mauern. Die hat er schon alle hochgezogen auf 8 und 9. Allerdings fehlt da noch einiges. So, ring, 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 ring. Zack, zack. Da noch was hinterhergesetzt. Und dann kann die Party steigen. Dann kann die Party auf jeden Fall losgehen. Zack, zack und zack, meine kleinen Freunde. Bitte alle in die Mitte rein. Dankeschön. Bitte alle schön in die Mitte rein. Jetzt werden wir gleich mal den Warden zünden. Ja, wollte ich gerade schon sagen. Zünden wir den Warden. Yes, das tun wir. Jetzt ist nur das in der Mitte hier. Das ist nur der Mauervernichter in der Mitte. Das macht allerdings gar nichts. Ja, wir können noch einen Sprung setzen. Wir können noch einen Sprung setzen. Wir werden mal sehen, was passiert. Da noch ein Wut und da noch ein Gift. Und da noch ein Wut. Und jetzt in die Mitte noch ein Wut. Und da kommen wir mal auch ein Golem. Allerdings läuft die Queen jetzt noch hinterher. Ich setze mal die beiden Bogies noch. Ich habe die Zauber alle verbraten. Das müsste reichen. Das müsste auf jeden Fall reichen. Die Königin kümmert sich jetzt noch schön um das Rathaus. Oh, noch eine Falle. Noch eine Tornado-Falle. Das ist aber egal. Hüpft da überhaupt noch irgendwer in die Mitte? Das lief jetzt eigentlich gar nicht so gut. Die sind gar nicht gehüpft, aber egal. Es reicht trotzdem. 500.000 von beiden plus noch den Bonus in Meister... Bin ich Meister 2? Oder bin ich Meister 1? Das müssen wir noch herausfinden. Ich habe schon wieder 80.000 Dunkles. Habe schon wieder 4,5 Millionen Elex. Allerdings glaube ich, ist mein Labor auch bald fertig. Und wenn mein Labor bald fertig ist, dann bedeutet das, liebe Freunde, dass wir da auf jeden Fall was machen können. Ja, das ist gut. Solche Sachen wie heute passieren, da bin ich immer sehr dankbar. Also solche coolen Folgen wie maximaler Loot oder sowas. Dann hat man auf jeden Fall immer was zu tun, hat immer was zu erzählen. Und hat auf jeden Fall, ja, auch auf jeden Fall eine coole Folge dann parat. Weil ich das auch immer sehr interessant finde. Ich hatte das früher mal selber gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht. Allerdings hatte ich ja da das Ganze im Developer-Account gemacht. Und das ist ja jetzt im richtigen Spiel. Das ist ja jetzt im richtigen Spiel. So, 4 oder 5. Ich nehme nur Elixiertruppen mit aktuell. Warum nehmen wir nur Elixiertruppen mit? Ihr könnt es euch denken, weil ich noch ein bisschen farmen möchte für meinen kleinen Freund, den König. Den König oder die Königin? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube aber den König. König ist auf 32, Königin ist auf 35. Uai. Oh nein, ich muss was kaufen. Ein Trainingstrank. Ja, genau, ist Google schon wieder verbuggt. Ich könnte jetzt zum Beispiel schon wieder gar nichts kaufen. Und hier ist überhaupt kein Preis. Lass dir dieses einmalige Angebot mit 6-fachem Wert. Okay. 17 Stunden dauert das noch. Kann ich da mal einen Trank kaufen? Ich habe da noch genug, oder? Ein Forschungstrank, 2 und 3. So, die werfen wir jetzt mal rein. 1, 2 und 3. Außerdem mache ich gerade in diesem Account ein Gembox-Experiment, um zu gucken, ob das funktioniert, ob ich jeden Tag einen Gembox bekomme. Das kann ich jetzt allerdings noch nicht sagen. Ob das funktioniert hat oder nicht, das kann ich erst morgen sagen. Ich orientiere mich da an der Zeit von diesem X-Bogen. Das dauert jetzt noch 2 Tage, 7 Stunden, bis der fertig ist. Wir werden es sehen. Vielen Dank an Kolibri für die Truppen. Kurzer Cut und bis gleich. Dieser Kollege Alinda 3476 hat keine Inferno-Türme, er hat keine Art-Def, er hat ein riesiges Loch in der Mitte. Das ist, es könnte eine Falle sein, es wird hundertprozentig eine Falle sein. Also, werden wir da mal was reinsetzen. Au, die Tornado-Falle haben wir schon ausgelöst. Das ist natürlich gut. Ansonsten hat er ordentlich Loot. Er hat nicht ganz so viel Dunkles, trotzdem werden wir ihn natürlich jetzt mal zerlegen müssen. So, zack, 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 alles hinterher. Alle Freunde hinterher. Jetzt setzen wir den ein bisschen weiter nach oben, den Mauervernichter. Der soll so ein bisschen schräg in die Base reinfahren. Das wäre geil. Das wäre geil. So, zack, 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 zack. Ich setze trotzdem mal einen Sprung zur Sicherheit da vorne hin, dass die da auch hinlaufen, wo sie hinlaufen sollen. So, jetzt ist alles im Radius. König war ziemlich angeschlagen. Den musste ich mal gerade eben... Nein! Nein, ich dachte, da wären Truppen gewesen. Wobei doch, da sind doch noch welche. Ich dachte gerade, da wären keine Päcker gewesen. Deswegen dachte ich, ich hätte meinen Zauber verschwendet. Aber habe ich gar nicht. Habe ich überhaupt nicht verschwendet. Das Problem ist immer, man weiß nie so richtig, was soll man eigentlich freezeln, wenn keine Inferno-Türme da sind. Wenn keine Adler-Def da ist, dann weiß man nie so richtig, was man dann freezeln soll. Irgendwie geht mir zumindest so. Nein, ich habe den Turm nicht erwischt. Dann nehmen wir nochmal einen Zauber. Dann nehmen wir noch einen Zauber mit. So. Kümmert euch bitte mal eben noch um die Sachen. Die Königin lebt ja auch noch mehr schlecht als recht eigentlich. Dass das jetzt hier so aufwendig ist. Das wird uns jetzt hier so schwer tun, diesen Gegner hier zu besiegen. Oh Gott.
Eine Packer lebt noch, da lebt noch der Golem. Die Königin ist schon weg. Habe ich sonst noch irgendwas? Nein. Boah, so schwer tut man sich jetzt hier. Es war ein bisschen Loot übrig. Es leben noch zwei. Es wird nichts. Oh Gott, das wird nichts. Wir holen nicht alles. Wir holen nicht alles. Wir holen nicht alles. Wir holen nicht alles. Packer lebt noch. Packer lebt noch. Golem lebt noch. Ist jetzt aber auch gleich kaputt. Die zwei Packer sind auch gleich tot. Egal. Über den maximalen Bonus haben wir bekommen. Und dann, naja, muss man auch, manchmal muss man auch mit Kleinigkeiten zufrieden sein. So, weiter, weiter. Okay, 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 okay. Weiter, fertig, fertig, fertig. Wo? Ach, da oben. Da oben ist noch eine Bogi. Eine Bogi-Schützin. Die ist da oben noch. Wir fragen nochmal an und gucken jetzt mal, was wir denn jetzt hier noch so machen können. Also, das Ding dauert noch. Wir haben 4,8 Millionen Elex. In der Schatzkammer habe ich auch nochmal 540.000. Dann sind wir bei über 5 Millionen. Allerdings könnte ich auch was mit Dunklem machen. Fledermaus-Zauber fehlt auch nicht mehr so viel. Oder ich ziehe den Golem weiter hoch. Oder wir nehmen was mit Elex. Ich würde aber fast schon sagen, wir machen ruhig noch ein paar Mauern. Oder kann ich hier noch was machen? Oh, eine Luftbombe. Und in 4 Stunden ist schon wieder das fertig. Dann nehmen wir... ja, komm, wir machen ein, zwei Mauern. Mauern musst du ja irgendwann, man muss sie irgendwann machen, außer man heißt Matthias, dann macht man sie natürlich niemals. Dann geht man schon hoch, wenn man die Mauern noch niedriger hat als ich hier. Allerdings, jetzt haben wir schon mal ein paar gemacht. Können die Luftbombe noch machen für 2 Millionen und dann werden wir warten, bis das Labor fertig ist. Wir sehen uns später wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst es krachen, einen schönen Start ins Wochenende und bis denne. Macht's gut. Tschüss.